Das Halbfinale von Germany's Next Topmodel ist im vollen Gange und es sind nur noch 6 Teilnehmerinnen übrig. Lieselotte Reznicek, Luane Gleisenebner-Teski 18, Martina Gleisenebner-Teski 50, Luca Lorenz 20, Nöller Embomba und Anita Schwarz 21 kämpfen um den Einzug ins große Finale am nächsten Donnerstag. Da bleibt der Konkurrenzkampf nicht aus und die Krallen werden ausgefahren. In dieser Folge gerät das Mutter-Tochter-Duo ordentlich aneinander, bei Luane und Martina hat es gekracht. Luane versucht sich auf den letzten Walk vor dem Finale vorzubereiten. Dabei fühlt sie sich von ihrer Mutter nicht ernst genommen und oft auch unterbrochen. Martinas sarkastische Aussagen nerven die Kurzhaarige. Du fasst es wieder irgendwie so auf, wie es nicht einmal gemeint war, sagt sie und verlässt den Raum. Nach Luanes Ausbruch lässt Martina die Auseinandersetzung Revue passieren und reflektiert das Verhalten ihrer Tochter. Ich kenne meine Tochter ja ganz gut und ich weiß, dass unter dieser dicken Schicht von Gelassenheit doch ein sehr sensibler Mensch auch steckt. Luane versucht der Konfrontation aus dem Weg zu gehen und flüchtet ins Badezimmer. Im Gespräch mit Nöller erklärt sie, dass sie die Diskussion mit ihrer Mutter beiseite legen und sich nicht vom morgigen Walk ablenken lassen wolle. Genauso wie Martina wisse, sie weiß eben, wie ihre Mama tickt und dass sie es eigentlich nicht böse gemeint hat. Die Mama ist eine, die will immer aus jedem alles herausholen und das Beste in einem sehen, stellt sie klar.